Hallo liebe Zuschauer, heute gibt's mal wieder was zu gewinnen. Die Gewinnspielserie geht weiter, in dem Fall ja im Rahmen vom 10.000 Abonnenten Spezial. Mittlerweile der Kanal wächst ja unglaublich schnell. Ist schon verrückt, was da passiert. Und da gibt es eine kleine Serie und da beteiligen sich sehr viele Verlage. Also hier zum herzlichen Dankeschön, ist verrückt. Da hinten steht noch so viel und immer mal peu à peu eine Pause und dann wieder ein paar Gewinnspiele. Und das macht euch Spaß. Das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Und dazu nochmal ein herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön geht in diesem Video insbesondere an Rudi Games, die mir gleich 3 Spiele zur Verfügung gestellt haben. Ist schon verrückt. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen was sagen zu den Spielen. Aber auch eine kleine Anmerkung, was den Bereich dann angeht, und die könnt ihr jetzt gewinnen. Ich mache mal ein Paket, da freut sich der Gewinner, weil das passt auch teilweise von der Altersangabe, ja, für jung und alt. Dann machen wir ein Paket, würde ich sagen. Manchmal mache ich ja mehrere Pakete, in dem Fall machen wir ein Paket, aber ich will auch zu den Spielen noch was sagen. So, was ihr machen müsst, etc., dazu später mehr. Schauen wir uns ganz kurz die Spiele an, weil es sind schon ein paar besondere Spiele und da muss ich einfach was sagen, weil das erste Spiel, was jetzt in diesem Paket ist, das ist Scooby-C Saga, das Logikspiel für Groß und Klein. Und es ist ab 6 Jahre, in dem Fall 2 Spieler, 25 bis 30 Minuten. Und das ist eines, ja, gehört zu den Lieblingsspielen von der Alina. Klar, sie wird jetzt natürlich auch älter, aber das hat sie oder spielt sie jetzt nicht mehr so oft, aber damals auch wirklich sehr oft bereits, schon im Alter von 5. Und der Elias hat es vorher auch schon gespielt, 2-3 Jahre lang. Das sagt einiges über das Spiel aus, weil das Spiel hat was Besonderes an sich. Und deswegen ist auch Rudi Games sehr bekannt. Durchaus eine Nische in dem Bereich, weil, jetzt schaut ihr mal hier drauf, das ist ein Brettspiel, wo perfekt harmoniert mit quasi so mit so einem ja, Tablet, so nenne ich es jetzt einfach mal. Gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten über Google bzw. über App das Ganze zu spielen, also über iOS-Version. Und das harmoniert super. Da haben wir auch ein Video gemacht und wer jetzt sagt, ah, jetzt nee, mit App, das wollen wir jetzt nicht machen. Ja, viele Kinder spielen je nachdem auch gern mit Apps, das ist mittlerweile durch die Zeit, je nachdem wann das Video schaut, vielleicht sogar viel mehr als vorher, und das ist eine super Kombination, das Ganze spielerisch mit einem Brettspiel zu verknüpfen. Und das macht richtig Spaß und da haben die Kinder wirklich Spaß und da, ich weiß nicht, gibt es 1 oder 2 Videos, also 1 gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mit Elias oder mit der Alina, wo wir das gespielt haben, wo wir euch das zeigen, und das macht richtig Laune. Wer sowas sucht, der ist da genau richtig, und deswegen ein tolles Kinderspiel. Einfach mal was ganz anderes, das hebt sich ab von so vielen Spielen. Das seht ihr ja, die ganzen Spiele, 6 Jahre, die haben wir euch ja vorgestellt in dem Fall, und das hebt sich einfach ein bisschen von der Masse ab, und genau das ist jetzt so ein Spiel, und deswegen finde ich auch super, in dem Fall das Ganze hier zu machen. Hier steht es auch nochmal drauf, sofort losspielen, keine Anleitung mehr lesen. Ja, perfekt für den einen oder anderen, wo sagen, oh, ich muss mal noch die Regeln durchlesen. Ist super. Da gibt es Hinweise mit der App, mit Vorstellung, was das Spiel angeht. Toll. Aber genug der Werbung, muss aber auch sein. Das zweite Spiel, und der Verlag ist einfach bekannt dafür, Interaction Light. Ich glaube, das habe ich euch auch schon vorgestellt. Das ist groß, in dem Fall Motion Kids. In dem Fall ab 8 Jahre den Bereich. Können aber auch schon Jüngere mitspielen. Und hier seht ihr hier auf der Rückseite. Das Ganze agiert natürlich auch wieder hier mit dem Tablet. Das ist spaßig. Doch, da haben wir, glaube ich, ein Video gemacht. Vom Großen auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir auch blamiert. Papa blamiert sich ja gerne in Videos, nur nicht die Kinder. Und da haben wir richtig Spaß gehabt, das Ganze zu spielen. So ein Quizspiel mit kleinen Animationen, kleinen Spielerinnen auf dem Tablet, aber auch, wo man agieren muss. Richtig schön. Durchaus auch was für einen Geburtstag. Macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich auch empfehlen. Ja, je nachdem, wann ihr das Video schaut, durch die ganze Corona-Zeit ist es ja immer schwieriger. Aber jetzt sollte es dann doch gehen, gerade was das Alter angeht mit Jüngeren, wenn ihr so einen Geburtstag feiern wollt im kleinen Rahmen oder das Ganze hier ja mit mehreren Kindern absolvieren wollt. Das ist das zweite Spiel in dem Paket, und jetzt kommt das dritte Spiel, und der Jörg, der hat es vorgestellt. Als Messevideo gibt es das auf jeden Fall, aber als wir das Messevideo dann vorgestellt haben, ja, das war so die Zeit mit Januar, Februar, und da wurde es teilweise schon kritisch, was den Bereich dann angeht, und deswegen habe ich das Video geschoben, was dieses Quizspiel dann angeht, weil man kann es zwar mit 2 bis 4 Spieler spielen, ab 12, 20, 30 ist aber durchaus ein schönes, geselliges Spiel. Man sieht es auch hier nochmal, und das wollte ich euch in separaten Video dann vorstellen, wenn das Ganze jetzt etwas gelockert ist.
ist, was jetzt das Umfeld dann angeht. Das ist bei uns jetzt teilweise der Fall, weil dann lohnt sich auch mal wieder so ein Quizspiel anzuschauen und der eine oder andere hat ja Lust, sich dann wieder mit Freunden zu treffen, was zu unternehmen, Spiele zu absolvieren. Also hier, ich habe es mir auf jeden Fall angekippt, schon ein Video mit dem Autor auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen mit dem Arno. Herzliche Grüße übrigens auch die anderen, die ich jetzt vergessen habe. Also auch da herzliche Grüße. Aber mit dem Arno habe ich ein Video gemacht bei Rudi Games damals auf der Messe. Da habt ihr ja schon einen Einblick bekommen. Und da merkt ihr, der Verlag hat sich spezialisiert auf solche Spiele, finde ich super. Und ich wünsche mir da noch viel mehr natürlich. Ich hoffe einfach mal. Es ist natürlich immer schwierig, das Ganze, was die Programmierung angeht, da noch das Brettspiel verknüpfen. Aber ich hoffe, da kommt noch sehr viel mehr. Ich freue mich auf neue Spiele, was da alles kommt. Und ich glaube sonst, ich habe euch, glaube ich, alle schon vorgestellt. Außer dieses, das kommt auf jeden Fall. Und das ist quasi Paket Nummer 1, beziehungsweise das ist das Paket, was ihr gewinnen könnt. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, was ihr machen müsst. Ich habe jetzt extra einen Schnitt gemacht, weil ich gedacht habe, es muss schon was sein. So ein tolles Paket zu gewinnen, für jung und alt in dem Fall. Was muss man dafür tun? Ja, in dem Fall habe ich mir einfach gedacht, ihr müsst natürlich einen Kommentar schreiben und in den Kommentar schreibt ihr rein, was für ein Spiel würdet ihr gerne mal spielen, was mit einer App unterstützt ist. Das kann auch ein alter Klassiker sein, wenn ihr da spielerfahren seid oder Spiel im Regal habt, schaut da mal durch und sagt, oh, das würde ich mir wünschen in Verknüpfung mit einer App. Ich glaube, da wird sich Rudi Games auch freuen, vielleicht für die eine oder andere Anregung, mal schauen, was da rauskommt. Vielleicht ist da ein Tipp dabei, wo der Verlag sagt, ja, das wäre echt eine coole Idee, das schauen wir uns mal an. Lasst euch da was einfallen. Ich freue mich, das Ganze zu lesen, Rudi Games natürlich auch. Herzlichen Dank übrigens an den Verlag für die ganzen Spiele hier in dem Fall. Also das ist super, gerade in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Also dazu ein herzliches Dank und ja, vielleicht, ist ja gar nicht so weit weg, Rudi Games, doch ein paar Kilometer schon. Vielleicht sehen wir Rudi Games auch mal hier bei uns vor Ort im Badischen. Schauen wir einfach mal, was die Zeit dann bringt, was die Zukunft bringt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den diversen Spielen, Videos etc. Bleibt dran. Es gibt natürlich auch weiter Gewinnspiele. Wie lang die Serie geht, ich weiß es nicht. Es steht noch so viel. Es fragen mich immer so viele von euch, Jörg, wie viele Gewinnspiele gibt es? Ich hoffe, ihr schaut nicht nur wegen den Gewinnspielen. Ansonsten, falls ihr da nur schaut, schaut mal in die anderen Videos rein. Ich glaube, interessiert euch vielleicht auch ein bisschen für Spiele. Ich wünsche euch viel Spaß. Da klingelt's. Vielleicht kommt das nächste Paket. Schauen wir einfach mal, was es noch alles zu gewinnen geht. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.